This is cunt. Die Leiche
lebe ich nun schon im Herzen einer schlaflosen Metropole. Diese endlose Weite, der Lärm, die Rastlosigkeit der zwittrigen Gestalten im Körper, bei jedem setzt mich das Ball aus. Der Spiegel sah. Ich war ganz verwundert, dass Sie sich für mich interessierten. Ja, ganz verschüchtert, als ich da aus dem romanischen Café kam und in Richtung Schwanecke lief und Sie plötzlich neben mir standen und hervorknirschten. Ich muss Sie malen, ich muss. Sie repräsentieren eine ganze Zeitepoche. Was für eine Ehre. Aber das begriff ich überhaupt nicht. Ich, nach leichter vermute ich. Jedenfalls ist es zu spät. Sie ab. Verzeihen Sie, ich hatte mich bewegt. Sie erlauben? Erinnern Sie sich noch an meine Reaktion? Sie wollen also meine glanzlosen Augen malen, meine schnäckelige Nase, meinen schmächtigen Mund. Sie wollen meine langen Hände malen, meine dürren Beine, meine großen Füße, die jeden nur abschrecken, aber doch niemanden erfreuen werden. Da lächelten sie nur und musterten mich weiter, als zöge mir ihre Iris dieses enge Korsett aus. Da blieb mir wohl nichts übrig. Sie haben sich ausgezeichnet charakterisiert und all dies zusammen wird ein Porträt ergeben, in dem es nicht auf die äußerliche Schönheit einer Frau ankommt, vielmehr auf ihre psychische Verfassung. Mein lieber Otto, ich entspreche gewiss nicht der Fantasie des...
aktive Geschlecht. Sie haben nie etwas zu sagen, aber sie sagen es entzückend. Die Weiber verkörpern den Triumph der Materie über den Geist. Women represent the triumph of matter over mind. Dorian Gray by Oscar Wilde. Gestern Abend im Schwan haben wir genau über dieses Thema diskutiert. Mit Valentin, Pintus und Steinrück. Sie wissen schon, wen ich meine, den Schriftsteller. Wir haben über all diese Veränderungen gesprochen. Das frivole Geschöpf. Ewig in Bewegung, sportlich, pilotengar, die neue Frau, ein Mosaik zwischen dickem Jersey und leichter Seide. Nichts. Ja, vorbei die Zeit, in der man sich verkleidete oder einfach alles zeigte, wie diese Girls da von mir am Teich, diese kleinen Nutten. Die Veränderung war bitter nötig. Kischs, der rasende Reporter. Berlin, die Sinfonie der Großstadt von Walter Ruttmann. Unsere Epoche empfängt die Moderne so wie ein Kranker seine Infusion. Es ist wirklich kalt. Das versuche ich ja, aber wenn Sie mich so ansehen. Was für ein sonderbares Gefühl. Diese Pose ist schwierig. Steht jedenfalls fest. Diese Martha entfesselt die Leidenschaften. Sie ist ja auch recht gut gebaut. Schmale Hüften, aber ein prallen Hintern. Dazu ordentlich Holz vor der Hütte. Ein schwoller Mund. Mit ihrem gewellten Haar sieht sie ein wenig der Tänzerin Anita Berber ähnlich. Finden Sie nicht? Dieses Rot, die Büchse der Pandora. Man sagt ihr allerhand wunderliche Abenteuer nach, Männer zuhauf und junge Frauen. Der Dickwanz war ihr längst verfallen, bevor er sie überhaupt zu Gesicht bekam. Er hatte Glück. Es war wieder dieser Alban, der berichtete, dass der Dicke sich wie ein Stier an Martha herangemacht hat. Tja, nun ist er hin. Der Stierkampf ist vorbei, sagte er.
wissen Sie, ist das anders. Mein Felix ist schwer zu durchschauen. Eine Schweigenatur. Und doch hat er mir die Hoffnung wiedergegeben. Aber da läuft nichts mehr mit ihm. Nur mitleidige Zuneigung in einem leblosen Alltag. Als wir uns begegneten, war ich noch mit Ferdinand Hardekopf liiert. Wir waren zum Abendessen in der Stadt. Er hat sofort alles gemerkt. Aber es war sowieso aus zwischen uns. Felix hat mir seine Karte zugesteckt und er war ganz neugierig. 6 Monate später sollte er mich heiraten, ohne alles zu wissen. Ich weiß, dass mein Mann den Frauen hinterher sieht. Er hat mich von Anfang an betrogen. Die Spielregeln sind klar. Es war wieder dieser Alban, der in Begleitung von einer Blondine mit roten Provinzbacken ertappt hat. Diese plumpe Haut scheint ihn zu faszinieren, narzisstischer Fettsack. Jedenfalls interessieren mich diese ganzen Männer immer weniger. Alles Schweine. Letzte Woche war Felix auf. Aber so sagen Sie doch was. Und ich, mager wie ich bin, groß, schlaksig, das war doch genau, was Sie im Sinn hatten, mein lieber Otto. Nicht wahr? Mein Gerippe und diese Spitze, eine Polyphonie der Finsternis. Diese roten Stoffschichten und der üble Geruch, der Rauch, das langsam morsch werdende Holz, all das Zeug ringsum, die ganze Farbe. Sie wollen wirklich, dass ich singe? Oh nein! Nein, ich kann gar nicht singen. Na gut. Dann versuchen wir es halt. Sie erlauben? Sie haben Berlin auf der Tauentzien wie im Ballhaus ausgezeichnet.
Warum singen? Ich war noch nie äußerlich musikalisch begabt, zu verkopft, Gefühle unterdrückt. Mutter hatte uns für Klavierstunden angemeldet, mich und meine Schwester. Jämmerlich war das, eine Blamage. Der Lehrer hat mich sofort nach Hause geschickt. Das Geld sparen wir uns. Schluss aus! Es ist jedes Mal das Blaue in ihrem Blick,
Geschlechtsteilen zu sehen, die mit fettleibigen Frauen zugange sind. Viele Selbstporträts. Sich wohl meinetwegen umbringen würde? Fähig wäre, so wie der Dickwanst, sich voll und ganz zu vergessen? Ja, sich selbst auszulöschen? Keine Qual. Ja, unterbrechen wir kurz. Mir ist eiskalt. Anfangs nicht leben, ein bisschen wie Martha. Deshalb hat sie sich ja auch mit dem Dickwanst getroffen. Die Berber ist heute zwar berühmt, aber dekonstruiert. Der Rumpf
plötzlich erfuhr ich, dass ihre Ungarn-Tournee abgebrochen wurde. Während eines Kabarets im Gellert-Palais hat sie eine Flasche Champagner auf dem Kopf eines lüsternen Financiers zerschmettert, der für ihren Geschmack wohl etwas zu genau hingesehen hatte. Die haben sie draußen verdroschen. Das war's mit Budapest. Schluss! Aus! Ja, ihre Nackttanznummer ist wirklich sensationell. Ich habe sie schon einige Male getroffen. Fürs Tageblatt musste ich sogar schon einen Artikel über sie verfassen, als sie hier in Berlin eine Revue gegeben hat. Was für eine faszinierende Schönheit. Die riecht wie der Tod. Am Tag unserer Verabredung tauchte Berber in Begleitung von Sebastian Droste auf, ihrem Choreografen, einem Tänzer, natürlich auch ihr Liebhaber, ein Invertierter und ein Vampir obendrein, wie sie. Diese Verrückte. Mitten in unserem Gespräch kramt sie aus ihrer roten Stofftasche eine lange Spritze hervor und setzt sich vor meinen Augen einen Schuss Kokain. Droste lächelte nur und wir unterhielten uns scherzend weiter, als wäre nichts geschehen. Ich glaube, Droste und Berber haben ihre Spiegelbilder miteinander verschmolzen in einem geteilten Spiegel. Diese erotische Spannung zwischen ihren nackten Körpern, wenn sie tanzen. Dieses lange, rote Glitzerkleid, dämonisch auf ihrem Gemälde. Wenigstens ist sie schön. Ihre Seele aber kocht. Das Reich der nicht verstrichenen Jahre. Mir wird unter ihren geschickten Händen das gleiche Schicksal widerfahren. Zwischen ihren Unterarmen und dem Scharnier ihrer Obsessionen. Ich glaube, ich habe mich bewegt. Pardon. Aber es tut. Felix, seine Raffinesse hat mich von Anfang an berührt. Tag für Tag Poesie und seine Belesenheit. Aber der körperliche Ekel wurde immer stärker. Sein Geruch zuletzt unerträglich. Meine langen Beine auf seinen kurzen, strammen Schenkeln, unser unverhältnismäßiger Anblick, eine Anamorphose in meiner Vagina. Er ist grausam, aber ich habe mir mein kleines, privates Theater gebaut, mein hübsches Schloss, wo sich Träume und ruchlose Düfte vereinen. Dort gehe ich einer ganz besonderen Arbeit nach. Dort schreibe und tanze ich. La vie est sérieuse, l'art est léger. Ernst ist das Leben und heiter die Kunst, so sagt er immer.
letzte Woche war Felix auf Reisen und Marlene hat mich mitgenommen auf einen Ball im Ballhaus. Was für ein Vergnügen! Am Ende hat sie mich in die Arme einer jungen Frau geschubst. Das war Martha! Da habe ich vielleicht gelacht. Wir haben die ganze Nacht wie zwei Verrückte getanzt. Die wildesten Tänze. Und dann hat sie mich geküsst. Die Betonkene. Dieses elektrische Gefühl hat mir völlig den Kopf verdreht. Die Berührung ihrer Lippen, dieser sanfte Ton, nicht so hart wie diesen rauen und bärtigen Gesichtern, ihre Haut. So reich, fein wie von seidenweichem Tuch. Nicht so kraftvoll, geruchlos. Ein Hauch von Luft und Parfüm. Am Ende habe ich sie mit nach Hause genommen. Und wir haben unsere Lust und Leiber ausgetauscht. Vorzüglich dieser Likör. Wie läuft es mit Ihrer Ausstellung in der Galerie Nierendorf? Gross hat dort kürzlich seine erotischen Zeichnungen ausgestellt. Dort sind Männer mit gewaltigen Geschlechtsteilen zu sehen, die mit fettleibigen Frauen zugange sind. Den Frauen scheint es zu gefallen. Viele Selbstporträts sind dabei und dann auch wieder diesen Nutten. Was für eine Stimmung im Palast. Extravagante Paare, herausgeputzte Dandys, muskelbepackte Frauen, kein Platz für Banales. Der vergängliche Schein aus Kronleuchtern, Puder und Champagner. Ausgelassenen Leute. Das Lachen, ja, diese Lachen in einem Fort, ich höre sie noch. Lotte verbringt jede zweite Nacht dort und lässt sich Getränke spendieren von Männern, die gar keine sind. Ach, diese Spinne war schon letztes Mal da. Vorzüglich dieser Likör. Ich fühle mich etwas beschwipst. Sie wollen mich wohl Aber vielleicht ist es auch nur diese Stille, die mich so erschöpft. Hör auf zu jammern, Silvia. Voilà. Le froid est rentré dans mon interview. Es geht wieder los. Mein verkorkstes Hirn, diese infame Mauschelei wird ein Ende haben. Schlag sich! Sie beeindrucken mich überhaupt nicht. Es geht
geht wieder los. Ja, gehen Sie kurz raus. Danke. Und töten Sie das Licht. So nicht, ja.
Anstalten, die sie dort schaffen. Hab meine Brust kastriert, wie das stinkt. Meine Wirbelsäule zerbröckelt. Sie reiben zu sehr, ich zerfließe. Ein Handtuch zum Abtrocknen, ein Lendentuch. Lecken Sie gut, bloß kein Fleck. Mach's richtig, du Idiot. Warum all die Gräber ringsum? Ich sehe sie. In der Mitte scherzend ein Marschall, ein Massengrab, ein Kreuz. Diese durchduftete Zeitepoche fängt so langsam an zu stinken. So nicht, ihr! Geht doch! Besser! Ja, machen wir weiter! Ich habe vor, diese Martha wiederzusehen! Schließlich! Ich liebe sie! Magnifique, perché la peau clouée aux quatre coins du cadre, la lèvre tordue et l'opération ratée. Maquillez-moi encore un peu et ne touchez plus à rien.
machen. Du hast keinerlei Einfluss darauf. Trotz deinen Ölfarben, deinen Flüssigkeiten. Ich bin da. Alles ist da. Je suis le maître du château. C'est la dernière. C'est la dernière séance. Die letzte! Le vernissage est prévu pour quand? Martha? Elle viendra avec moi. Elle est debout. Mais elle s'en remettra. Vous savez, on s'en remet toujours. Terminé maintenant pour de bon. Le dernier trait. Par là, par ici, et hop, le monocle. Je serai là pour l'éternité et un mur. Diese Lachen. Ich kann nur wiederholen, da gab es nichts zu tun.